Man hat den Eindruck, dass die Parteien gar nicht richtig sagen wollen, was sie eigentlich mit Europa vorhaben. Und dann frage ich mich, warum sagen sie das eigentlich nicht klar? Und dann kommt für mich die klare Antwort, das ist hat offensichtlich wieder mit der Furcht vor der Bevölkerung zu tun, dass die nicht einverstanden sein könnte, wenn man ganz klar sagt, wohin es gehen soll. Aber wenn jemand nicht sehr klar sagt, wohin es gehen soll, dann hat man eigentlich auch keine Wahlmöglichkeit. Furcht vor dem Volk scheint es auch zu sein, was die Triebfeder der Europapolitik der Regierungen der EU-Staaten ausmacht. Diese Regierungen agieren, als müsse die Vereinigung Europas hinter dem Rücken der europäischen Bevölkerung hergestellt werden. Und am Ende dieses Prozesses könnte ein vereinigtes Europa stehen, das mehr der untergegangenen Sowjetunion gleicht als einem Bund freier Staaten oder eben dem Europa von unten. Wenn wir an den letzten Bundestagswahlkampf denken, da gab es sehr viele Initiativen, die im Wahlkampf auf die Politik eingewirkt haben, sich für mehr Mitbestimmung, Bürgerinitiativen und so weiter einzusetzen. Aber das Ergebnis ist ja äußerst mager gewesen. Also die SPD mag das in den Koalitionsverhandlungen versucht haben, aber den Druck, den sie bei anderen Themen gemacht hat, hat sie dort ganz offensichtlich nicht entfaltet. Die Energiewende ist auf jeden Fall ein Thema, wo die Bürger mitbestimmen sollten, aber da müsste erstmal auch Klarheit geschaffen werden, was das überhaupt ist. Und weil wir über Umverteilung gesprochen haben, das ist nämlich die größte Umverteilung von unten nach oben. Also wenn im Gefolge von Fukushima in Deutschland von fast allen Medien der Eindruck erweckt wird, dass da 30.000 Japaner umgekommen sind aufgrund der Havarie im Kernkraftwerk und es maßgebliche Politiker in unserem Land gibt, die das auch auf ihre Facebook-Seiten schreiben, dann kann mit der Informationspolitik was nicht stimmen. Und aufgrund einer solchen Informationspolitik kann man dann natürlich auch nicht wirklich abstimmen. Es kann kein Europa ohne Mitsprache seiner Bürger geben. Wir brauchen keine nicht gewählten Kommissare, die immer absurdere Regelungen à la Glühlampen- und Ölkännchenverbot implementieren und wir uns vorschreiben, wie viel Wasser wir für unsere Toilettenspülung benutzen dürfen. Aber, meine Damen und Herren, es nützt nichts zu lamentieren und den angeblich unfähigen Politikern oder den Unvollkommenheiten der Demokratie die Schuld zu geben. Wer unzufrieden ist, muss aktiv werden, um die gewünschte Veränderung herbeizuführen. Man kann an seine Wahlkreisabgeordneten schreiben, in ihre Sprechstunden gehen, auf den öffentlichen Veranstaltungen die Parteien mit ihren Forderungen konfrontieren, mit seinen Forderungen konfrontieren. Man kann Wählerinitiativen bilden, um durchzusetzen, dass nicht allein die Parteien über die Aufstellung der Kandidaten für politische Ämter und Mandate entscheiden können, sondern die Wahlbürger ein Wörtchen mitzureden haben. Und man kann, meine Damen und Herren, auch Bürgerrecht direkte Demokratie unterstützen und dafür sorgen, dass mehr Volksbefragungen, Initiativen und Entscheide gibt.